wir streiken. Es reicht, es ist so kurz vor Ende, es hat sich immer noch nichts geändert seit dem letzten großen Streik 1994. Heute ist nicht nur Feiertag, heute ist auch Streiktag. Bei mir steht, wir hassen nicht die Männer, wir hassen die Gewalt. Wir wollen keine Unterdrückung mehr, keine Ausbeutung und wir wollen sich selbst organisieren gegen diese Regierung, die unterdrückt Frauen insbesondere und Migranten und Arbeitern. Wir sind Schüler aus Prenzlauer Berg und wir sind heute hier, weil wir der Meinung sind, dass Frauen komplett die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Wir wollen einen internationalen, aber auch internationalistischen Streik gegen Kapital und Patriarchat. Ich streike gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Genau, weil wir glauben noch an eine bessere Welt und wir glauben, dass das auch noch passieren kann irgendwann. Genau. Ich habe da stehen, ich bin Physiotherapeutin und arbeite täglich von 500 Minuten nur 400 bezahlte Minuten. Für mich und meine Kollegen ist dies aber nicht der erste Streiktag, sondern wir streiken bereits die vierte Woche in Folge. Die Lohndifferenzen sind bis zu 800 Euro. Und, wir verlangen natürlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir arbeiten in der CPPZ, Physiotherapie, Tochterfirma der Charité. Und wir sind heute hier, weil wir zusammen mit dem Frauenstreik zeigen wollen, dass wir in der vierten Woche uns im Streik befinden. Ich stehe heute hier, weil ich selber in der Pflege tätig bin. Generell ist die Pflege immer noch ein sehr feminisierter Beruf, sodass Frauen viel leisten, also die Personalschlüssel müssen sich ändern. Man braucht eine Reform unbedingt. Reform in die Gehälter, Reform in der Pflegeausbildung. Bueno, en la huelga estamos porque queríamos participar, hacernos presentes como mujeres de diferentes partes del mundo, migrantes, que venimos acá, claro, a ocupar lugares precarizados, ¿no? Because it's whether we are from Germany, Palestine, Mexico, we need to stand up for our rights. Against capitalism, against colonialism and against patriarchy. Paralizamos la economía de los países centrales, paralizamos la economía del mundo. Ich bin Studentin mit Kind, Alleinerziehende. Und dadurch ist mir, insbesondere seitdem, ist mir aufgefallen, wie krass, unfair, ungerecht das Leben quasi mit Kind hier gemacht wird von der Politik. Von dem System. Weil ich gegen ein zweigeschlechtliches System bin und all die Konsequenzen, die das mit sich trägt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle hier zusammen sind, Frauen und Männer zusammen. Auch für eine kostenlose Kita, eine 24-Stunden-Kita an der Uni, von der Uni und nicht irgendwie eine Stunde weg nochmal von der Uni, weil so kannst du nicht richtig studieren. Und eben halt nebenbei noch vielleicht einen Job zu machen, den du auch machen musst, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Heute sind wir hier, um zu zeigen, dass wir auch die Frauen in dieser Welt unterstützen. Mit allem, was wir haben, mit aller Konsequenz. Ahora están mis compañeras allí en la calle haciendo piquetes y me emociona bastante que se haya contagiado un poco este país. Ich finde, dass wir Frauen selbstbestimmt über unsere Reproduktion entscheiden sollten. Unsere Arbeitsverhältnisse sind super prekär, unsere Studienverhältnisse sind super prekär. Studium ist geprägt von Armut, Studium ist geprägt von Sexismus, egal ob in Lehranhalten oder im Alltag. Wir sind deswegen hier, damit wir den Frauenstreik richtig toll unterstützen können. Und ich finde es einen Schwachsinn, dass unsere BVG-Gewerkschaft Verdi nicht zum Streik aufgerufen hat. Und deshalb fordern wir einen Streikaufruf für den nächsten 8. März der Gewerkschaften, damit wir gemeinsam streiken und unsere Interessen durchsetzen können. Ni una menos!